Hallo, seid gegrüßt, ich bin der Uwe und heute gibt es wieder ein Video für das Gaming-Magazin Play Experience. Diesmal, ihr seht es schon, ist es ein Monitor von AOC. Es ist, um genau zu sein, der AOC AG273QCX27, ein 27 Zoll Gaming-Monitor, und im Video zeige ich euch, was in der Verpackung drin steckt, was ihr also für euer Geld bekommt, und ich zeige euch, wie ihr das Gerät anschließt, und am Ende gibt es natürlich noch ein Fazit. Zusätzlich zu den Videos gibt es immer auch einen Testbericht auf der Webseite von Play Experience. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wie von vielen Geräten bekannt, steckt auch der AOC AG273QCX in einem schicken Karton mit vielen Bildern. Hier wird auf die wichtigsten Features hingewiesen, auf die wir allerdings später genauer eingehen. Im Karton steckt eine Hülle aus Styropor, die das Display sowie den Standfuß und sämtliches Zubehör enthält. Da das Testmuster offensichtlich schon in anderen Redaktionen ausgepackt wurde, können wir für die Vollständigkeit des Inhalts keine Garantie übernehmen. Außerdem gibt es einen Karton, in dem sämtliche Kabel, etwa eins für HDMI, ein Kabel für den DisplayPort, als auch jeweils ein Stromkabel für Steckdosen in England und Deutschland beiliegen. Hier befindet sich auch ein USB 3.0 Kabel, mit dem wir den Monitor als USB-Hub nutzen können. Alle Kabel sind übrigens 1,8 Meter lang. Auch dem AG273QCX liegt eine Kabelfernbedienung bei, mit der wir das OSD-Menü bedienen können. An Anschlüssen bietet uns der Monitor auch jede Menge. So verfügt er über einen VGA-Port, zweimal HDMI 2.0 und zwei DisplayPorts in Version 1.2. Zusätzlich sind vier USB-Ports in Version 3.0 verfügbar. Neben Klinkenanschlüssen für Lautsprecher und Mikrofon sind zwei Lautsprecher im Monitor verbaut. Neben zwei verklebbaren Halterungen für das Kabelmanagement sind vier Schrauben für eine VESA-Halterung mit im Paket. So kann man den Monitor auch an einer speziellen Halterung oder an der Wand befestigen. Der Standfuß des AG273QCX ist aus Metall gefertigt und muss vorher montiert werden. Der Aufbau des Monitors ist einfach und sollte selbst dem unerfahrenen Nutzer kaum Probleme bereiten. Der zweiteilige Standfuß setzt sich aus einem Dreibein und der Monitoraufhängung zusammen. Beide werden über einen drehbaren Bajonettverschluss miteinander verbunden. Dieser lässt sich mit einer Feststellschraube sichern und steht der Fuß, wird der Monitor an dessen Rückseite an der Säule eingehängt. Dazu sind drei Führungsnasen vorhanden, die das Einhängen erleichtern. Per Klickmechanismus ist der Monitor dann fixiert. Auch die Demontage ist einfach, denn dazu muss nur der Klickmechanismus entriegelt werden. Die Verarbeitung des dunkelgrauen Standfußes ist sehr robust und standsicher. Durch das gebogene Dreibein und den Bajonettverschluss steht der Monitor bombenfest. Außerdem ist er an der Aufhängung seitlich als auch horizontal schwenkbar und lässt sich in der Höhe verstellen. Damit bietet uns der Monitor jede Menge Spielraum für Aufstellung und Ausrichtung. Das Display selbst ist gebogen und im sogenannten rahmenlosen Design gearbeitet. Im Betrieb ist das Display dennoch nicht ohne Rahmen sichtbar. An den Seiten und der Oberkante bleibt ein schwarzer Streifen von etwa 7 mm. An der Unterseite befindet sich mittig ein Stick, mit dem man das OSD-Menü aufrufen und bedienen kann. In der Rückseite des Monitors, kreisrund um die Aufhängung herum, ist ein LED-Ring eingearbeitet, dessen Beleuchtung wir in Helligkeit, Farbe und Effekten verstellen können. Die LED-Beleuchtung lässt sich über die Fernbedienung steuern. Hier stehen uns die Farben Rot, Grün, Blau oder ein Regenbogeneffekt zur Verfügung. Außerdem kann man selbst Farben mischen und so eigene Effekte definieren. Eine Möglichkeit der Steuerung über Farbsysteme wie Chroma von Razer ist leider nicht möglich. Nun möchte ich natürlich euch noch mein Fazit schildern nach jetzt knapp einer Woche Test mit dem AOC AG273QCX. Ich bin immer noch der Meinung, Monitore sollten unbedingt andere Namen bekommen, damit ich sie mir einfach besser merken kann. Zuerst einmal möchte ich über die Verarbeitung sprechen, denn ich glaube, wenn ich mir persönlich nochmal einen Monitor in der nächsten Zukunft kaufen werde, wird es wohl ein AOC-Monitor sein, und das hat verschiedene Gründe, die ich euch mal schildern möchte. Grundsätzlich also erstmal die Verarbeitung. Das Gehäuse ist natürlich aus Kunststoff, wie bei vielen anderen Monitoren auch, aber es ist sehr, sehr gut verarbeitet, der Kunststoff. Hat sehr saubere Kanten und Übergänge. Da klappert nichts, da knackt nichts. Ich hatte persönlich schon Monitore, die habe ich ausgepackt und gedacht, so, wenn du jetzt ein bisschen zu hart anfasst,
dann geht da irgendwas kaputt. Habe ich hier den Eindruck nie gehabt. Auch beim letzten Test mit einem AOC-Monitor weiß ich, dass mir das ziemlich gut gefallen hat. Am besten gefällt mir allerdings in Sachen Verarbeitung der Standfuß, denn ihr habt hier ein ja, geschwungenes, gebogenes Dreibein und das ist halt gegossenes Metall und der steht halt einfach unglaublich bombenfest. Klar, wenn der ganze Tisch wackelt, wackelt der Monitor auch, aber ich persönlich habe einen Monitor eines anderen Herstellers mit einem Kunststofffuß und der wackelt irgendwie und der hat nicht so eine stabile Basis. Das muss ich mal einfach so sagen. Auch toll, hinten dieser Arm für die Aufhängung ist mit einem Bajonettverschluss dran befestigt und das Ganze wird dann nochmal mit einer Stellschraube festgestellt und ihr habt natürlich dann die Möglichkeiten hier zu schwenken und auch seitlich das zu drehen. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Also grundsätzlich natürlich, was viele andere Monitore auch können. Aber ich finde, die Verarbeitung ist wirklich schön. Also gerade die Basis und die Aufhängung. Das Panel lässt sich ganz einfach rein und wieder rausnehmen aus der Aufhängung und das funktioniert halt sehr, sehr gut. Auch schön finde ich die eingebaute Beleuchtung, die ich persönlich jetzt nicht so wirklich nutzen kann, weil der Monitor halt direkt von der Wand steht. Sie ist auch nicht so stark, dass man sagen könnte, ich habe jetzt hier ein cooles Ambilight oder Hintergrundlicht. Und auch bei Lauflicht oder so verschiedenen Farbwechseln stört mich das dann doch. Ich habe dann vielleicht eher eine statische Lichtquelle und das ist dann schon okay. Ja, ansonsten finde ich auch noch toll, man sieht es hier auch, ihr habt hier an dem Monitor, und das kenne ich bisher auch nur von AOC, ich weiß nicht, ob es andere Hersteller auch bieten, die Möglichkeit hier so Haken rauszuziehen, an denen ihr euer Headset anhängen könnt. Und das finde ich halt wirklich cool. Ich suche halt immer die Möglichkeit, wo hänge ich mein Headset hin. Ich wollte mir jetzt schon so einen Headset-Halter für die Tischkante irgendwie kaufen, weil das Headset halt irgendwie rumliegt und irgendwie stört und hier kann man es einfach aufhängen. Auch wenn das jetzt nur Kunststoff ist, also da muss man aufpassen, dass es nicht abbricht, hat hier offensichtlich ein Ingenieur mitgedacht. Zu den Anschlüssen kann ich noch was sagen. Ihr habt hier sogar einen VGA-Anschluss noch dran. Ihr habt zweimal HDMI 2.0 und ihr habt zwei DisplayPorts mit der Version 1.2 und ihr habt vier USB 3.0 Ausgänge. Also ihr könnt hier auch den Monitor als USB-Hub benutzen. Das mache ich auch. Ich schließe dann immer mein Smartphone an, wenn ich mal Foto, Video oder sonst irgendwas übertragen muss. Also ganz praktisch. Und ich muss auch sagen, dass ich das mittlerweile bei einem Monitor erwarte. Kommen wir mal zu technischen Dingen. Ihr habt hier also ein 27 Zoll Curved VA-Panel. Curved finde ich persönlich cool. Man hat so einen immersiveren Eindruck beim Spielen, wie ich finde. Dann leistet dieses Panel 144 Hertz und die maximale Reaktionsgeschwindigkeit war 4 Millisekunden. Das Panel leistet eine Auflösung von maximal 2560 x 1440 Pixeln, also WQHD. Da muss dann jeder selber wissen, brauche ich ein 4K-Panel? Leistet meine Grafikkarte 4K bei einer anständigen Framerate oder eben nicht? Ich muss sagen, für mich ist 4K-Gaming überhaupt noch gar kein Thema und ich spiele aktuell, wenn die Spiele und meine Grafikkarte das noch erlauben, dann auch in WQHD-Auflösung und das reicht mir und das sieht toll aus und grundsätzlich reicht mir erstmal so ein Panel. Wahrscheinlich auch für die nächsten 2 Jahre. Außerdem bietet euch das Panel auch HDR, zwar nur HDR 400, es gibt da verschiedene Abstufungen. HDR 400 wäre die niedrigste, dennoch sehen Spiele, die HDR-Beleuchtung, also High Dynamic Range-Beleuchtung unterstützen, ziemlich cool aus. Und es macht halt auch einen Unterschied, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und auch weiß, worauf man achten muss, was das überhaupt ausmacht. Man kann es auch messen und man kann es auch zeigen. Allerdings braucht man dafür eine spezielle Kamera bzw. eine spezielle Software. Und da wäre mir der Aufwand erstmal gerade zu hoch und ich kann momentan das nicht bieten. Mal gucken, wie das in Zukunft aussieht. HDR, das kommt halt noch dazu. Und ihr habt natürlich auch noch viele andere Features. Zum Beispiel gibt es hier Blue Light Reduktion. Das bedeutet, wenn ihr mit dem Panel arbeitet, könnt ihr Blaulichtemissionen etwas reduzieren, auch in verschiedenen Variationen. Ihr habt eine Overdrive-Funktion, die ich schon angesprochen habe. Damit könnt ihr nochmal ein bisschen boosten.
Und natürlich gibt es auch noch FreeSync 2. Das bedeutet, ihr könnt hier auch nochmal gegen Tiering was tun, wenn es denn notwendig ist. Ich momentan brauche es nicht. Ich habe da keine Verwendung dafür aktuell. Aber der Monitor funktioniert im FreeSync ausgezeichnet mit AMD-Karten und auch mit Nvidia-Karten. Außerdem gibt es noch verbaute Lautsprecher, die sogar DTS-Sound leisten. Allerdings haben die nur 5 Watt und sind, ich sag mal, maximal für ein paar Videos oder auch vielleicht für einen kleinen Film zu gebrauchen. Echten Kinosound holt ihr aber nicht raus, da fehlt einfach Fülle und Bass. Aber sie funktionieren gut und ich finde, es ist einfach ein nettes Gimmick in Monitoren, dass man einfach mal umschalten kann, ohne direkt die Anlage bedienen zu müssen. Was ich auch toll finde, und das hätte ich fast vergessen zu erwähnen, ist diese kleine Fernbedienung. Ich kenne das auch so nur von AOC bisher. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, wenn es andere Hersteller gibt, bei denen ich das noch selber nicht testen konnte vielleicht. Ihr habt halt hier die Möglichkeit, das OSD, also das On-Screen-Menü zu öffnen und könnt hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Ja, ihr könnt selber Farbeinstellungen definieren. Ihr könnt halt alle Einstellungen machen, die man eigentlich so kennt von Monitoren und die man auch erwartet. Grundeinstellung ist hier der sRGB-Farbraum und es gibt sogar einen definierten Wert vom Hersteller. Der liegt bei 122, wenn ich mich nicht irre. Was das genau bedeutet, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht brauche ich nochmal eine Weiterbildung in dem Bereich. Ihr könnt also hier alles einstellen und das finde ich wirklich sehr praktisch und ich selber benutze es vielleicht ein, zwei Mal, aber grundsätzlich stelle ich meinen Monitor ein und dann lasse ich die Einstellung meistens so. Aber ihr habt auch umfangreiche Software, mit der ihr natürlich alle Einstellungen machen könnt von dem Monitor, aber ihr könnt auch das Display splitten für verschiedene Programme, verschiedene Software. Und ihr habt auch noch eine Software, mit der könnt ihr noch ein bisschen am Stromverbrauch arbeiten oder werkeln. Grundsätzlich kann ich noch zur Performance was sagen. Ich habe mit dem Monitor gearbeitet, Videoschnitt gemacht und kann sagen, dass da bisher so keine Probleme für mich aufgetreten sind. Und von den Grundeinstellungen, wie gesagt, sRGB-Farbraum ist hervorragend abgedeckt. Die Grundeinstellungen sind wirklich gut. Im Schwarztest gab es so ein paar Highlights an den Rändern, also rundherum, was aber bei vielen Monitoren oder bei den meisten Monitoren der Fall ist. Aber hier ist es eigentlich ziemlich gleichmäßig gewesen. Und da hatte ich schon andere Geräte, wo das sehr deutlich rüberkam. Aber wer Monitore benutzt, das wisst ihr selber, hat selten nur ein schwarzes Bild zu sehen. Was mich noch gestört hat, war der hohe Stromverbrauch. Der ist im B-Bereich eingegliedert. Das wird aber wahrscheinlich mit an der Beleuchtung liegen, denn zieht halt dann wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Strom. Das war's dann auch erstmal hier von mir und dem AG273QCX von AOC. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann werden sie möglicherweise in dem Testbericht auf der Webseite von Play Experience beantwortet. Das verlinke ich euch auch unterm Video. Und ansonsten könnt ihr mir, falls ich die Fragen beantworten kann, gerne eure Fragen in den Kommentarbereich stellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut und wenn ihr mir einen Daumen da lasst oder das Video vielleicht teilt oder ja, einfach fleißig unterstützt. Das würde mich sehr freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.